Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 1. Hier mit mir ist Sorsak 306. Beim letzten Mal haben wir Garland richtig aufs Maul gegeben, haben die Laute von Prinzessin Sela erhalten und wir wären beinahe draufgegangen. Naja, so heftig war es jetzt nicht, aber war schon relativ übel. Und jetzt machen wir uns auf den Weg, den ersten Kristalldungeon zu suchen, der ja irgendwo hier im nördlichen Kontinent versteckt sein soll. Aber zuerst schauen wir mal hier vorne vorbei. So, erstmal hier den Kobrin, weiß ich nicht, den Schlangen aufs Maul kloppen und Matoyas Höhle. Und sieht, was dahinter steckt. Drückt den B-Knopf und select und ja, damit rufen wir die Karte auf. Ein Zauber der Erkenntnis, der den Horizont erweitert. Ich bin ein sprechender Besen übrigens. Au, aua. Meine Augen, ich kann nichts sehen. Au, aua. Ohne mein Kristallauge bin ich doch völlig blind. Es muss mir gestohlen worden sein beim Satans Kraut, aber von wem bloß? Ja, von wem wohl? Oh, Potion. Potion. Antidot. Erstmal beklauen. Ja, hier mal sonst nix. Keine lustigen Büchersprüche. So, die sagen glaube ich auch alle das gleiche. Ja. So, wir haben den nächsten Anhaltspunkt, was wir zu tun haben. Nämlich das Kristallauge finden. Nein, du sollst den Ogre angreifen. So. Du klopfst mal auf den ein und du haust auf den dann noch einen Feuerzauber. Weil die ja schwach sind gegen Feuer. Alter, 17. Oh. Gekloppt. Schlitz, Schlitz. Klopp. 7. Wow. Alter, was die für Schaden raushauen, ey. Also unterlevelt sind wir nicht. Es liegt einfach am Equip. Oh, Level. Wo wir gerade von Unterlevel drehen. So, wie sehen die Werte aus? Ja, ganz gut. Habe ich mehr als der Dieb? Lol. Na gut, weiß man, hier muss ja auch ein bisschen was aushalten. Wäre schlecht, wenn der Healer mit einem Schlag tot ist. Will ich mal so spontan behaupten. Oh, die sind auch tot. Ist hier irgendwas? Ne. Wollte schon sagen, jetzt kommt irgendwie so ein Special Boss Fight und ich bin sofort tot, aber. Wow. Die Viecher haben 8 und er macht 6 Schaden oder so. So, ich speichere hier gerne mal lieber nach dem Level ab und so. Einfach aus Sicherheitsgründen. So. Ich weiß natürlich, wo wir das Kristallauge herkriegen. Ich weiß nur gerade leider nicht, wo das ist. Ich glaube, das war hier unten irgendwo. Kommen wir aber noch nicht hin. Wir müssen nach da in die Stadt. Da ist dann auch schon ein Bosskampf. Also laut einer Seite, wo ich früher immer nachgeschaut habe, war das ein Bosskampf. Aber das als Bosskampf zu zählen. Schon seltsam. Sekunde. Nein, nach rechts weiter. Nach rechts! Teufelsross, die Viecher hauen richtig rein. Da hau ich dir mal eine Heilung auf den Dieb. Und ein Feuer ins Gesicht. Also die halten nicht viel aus, aber die machen halt Schaden. Ja, weil die zweimal angreifen können, das ist das Problem. Wäre es jetzt nicht gerade der Krieger gewesen, hätte es bestimmt ziemlich wehgetan. 71, ey. Hauen ja richtig rein. Boah. Ach du Fu. Erstmal die kleineren ausschalten. Erstmal Protus auf ihn. Und dann erstmal Schlaf. Das ist zum Glück diesmal kein Hinterhalt. Das
Das heißt, die machen, glaube ich, nicht so viel Schaden. Oh, doch, die machen immer noch gleich viel Schaden. Jetzt erstmal chillen hier, ja? So, sehr gut. Der Goblin-Wächter ist zu schwach, um genug Schaden rauszuhauen. So, zack, zack, ja, komm hier. Wir könnten uns im Kampf auch einfach umrüsten. Ganz spontan. Aber braucht man nicht. Schlitz, Schlitz. Feuer! 43. Habe ich es richtig gesehen, dass die Magie den nicht auffällt? Sehr gut. Dann ist es wie in altbekannten Final Fantasy Teilen, dass Magie Gegner nicht aufweckt, sondern nur physischen Schaden. Alter! Schlitz, Schlitz. Der Typ ist auf jeden Fall down. Schlitz, Schlitz. So, 64 Erfahrung, ja, geht eigentlich. Ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja geil, hier werde ich jetzt farmen gehen, aber... Ja, 4 Wölfe, passt schon. Alter, warum machen die denn so viel Schaden? Ich brauche dringend ein neues Equip. Alter, 92? Pong. Ja, die haben 20 HP. Die machen natürlich alle... Alle beide Magier machen nur irgendwie unter 10 oder 20 Schaden. Oder verfehlen einfach. Hauptsache alle über 100 HP. Nur Fischkuchen nicht. So, hier bekommen wir einen Gegenstand in Stadt Pravuka. Hilfe, wir werden tyrannisiert. Okay. Ey, diese verdammten Piratenpack, Mann, ey. Sie nehmen uns da ab und gut und verwüsten die ganze Stadt, Mann. Ey, finde ich voll scheiße und so. So, die Stadt ist ein bisschen verwinkelter, wie man vielleicht sehen kann. Wir werden jetzt mal ein paar neue Waffen kaufen. Wir werden jetzt mal ein paar neue Rüstungen kaufen gehen. Alter, wie teuer. Das wird nicht besser. Da ist das Piratenpack. Die 10 übrigens als Boss. So, Lederhandsch haben wir, Kettenhemd habe ich. Eisenrüstung, ja geil. Lederschild. Lederhandschuhe. 4 Stück. So. Hat sich ja richtig gelohnt, der Einkauf quasi. So, für einen Death mehr. Ich hätte mir die Phoenix-Feder nicht kaufen sollen. Jetzt kann ich mir nämlich keine neue Waffe leisten. Aber das macht nichts. Ich will mal schauen. Weißmagie war hier oben, glaub. Wo war hier Weißmagie? Ah, hier. Was gibt's denn da? Licht, halt den Zustand dunkel, Silenzium, Explitz und Transpa. Transpa ist ganz gut. Den werden wir holen. Mehr können wir uns auch jetzt nicht holen. Wir später nochmal hier vorne farmen. So, werden wir mal mit dem Piratenanführer reden. Was? Ihr wollt euch mit Captain Wiggerling in jeder Land raten? Macht sie fertig, Männer! Alright, Captain, die verarbeiten wir zu viel Haifischfutter. Der nächste Bosskampf: 9 Seeräuber. Ich hätte vorher heilen sollen. Puh. Protis. Ich weiß nicht, ob die Mumien im Schlaf sind. Ich hau's einfach mal raus. Ja, das sind Bosse. One-Hit-Bosse. Oh. Schlaf. Und. Hilft sogar, lol. Ne, ich sollte eher die DBA heilen, dann einen Feuerzauber in seinem Gesicht landen lassen. Feuer! Wer ist jetzt die Landratte? Erstmal heilen hier. 36. Ich war mal so stark hier an dem Punkt, dass sogar die Magier einfach zuschlagen konnten und die sofort gewonnen haben.
Die haben echt gar nichts drauf. Okay, Protus war also unnötig. 90 EP, 360 Gel. Wir haben sie umgebracht. Bei meinem Glasauge, ich habe genug von der Freibeuterei. Ständig gibt's nur Ärger. Ab heute werde ich zu einem ehrlichen Bürger. Glaubt mir, nehmt mein Schiff und macht damit, was ihr wollt. Schiff erhalten. Das brauchen wir. Jetzt können wir von Kontinent zu Kontinent reisen. Glaubt mir, ich werde zu einem rechtschaffenen Bürger. Ich werde einer ehrlichen Arbeit nachgehen und irgendwann eine Familie gründen. Großes Piraten-Ehren, ich wollte sagen, ich verspreche es. Okay. Dein Wort in Gottes Ohren. Erstmal noch ein bisschen kämpfen, denn ich hätte eigentlich gerne die Axt. Für den Krieger. Den Gigaswarm. Da brauche ich eigentlich nur einen Feuerzauber ins Gesicht. Bam. 65. Ich habe gar nicht geschaut, was für für Schwarzmagie-Zauber gibt. Bestimmt auch super tolle Sachen. Irgendwie konnte man im Schiff ein Menü aufrufen, mit dem man Memory spielen konnte. Wenn ihr nichts dagegen habt, werde ich gleich mitten in der Aufnahme natürlich ganz kurz mal reinschauen auf eine Webseite und hoffentlich herausfinden, wie die Tastenkombination war. Denn da kann man verschiedene Preise gewinnen. Nee, das war kein Memory, das waren Schieberätsel. Schieberätsel war das. Das war ganz lustig. Je schneller man das abgeschlossen hat, umso besser war der Preis. So war das. Ja. Ich gehe auf Nummer. Puh. No MP left. Ich wollte gerade sagen, ich gehe auf Nummer sicher und brutzel das Vieh da tot, aber. Es hat wohl nicht sollen sein. Okay. Dann ist es sowieso tot. Jetzt müssen wir noch den Goblin-Wächter Illimi töten. 94 Jill. Passt. Obwohl, ich hole ein bisschen mehr, kann ich noch mal ein bisschen im Innenpen und noch den Krummsäbel holen. Boah, mein Magen. Ich habe heute noch nichts gegessen und es ist... Nein, nicht fliehen! Oh. Es ist 5 Uhr, ich bin schon seit 3 Stunden wach und ich habe noch nichts gegessen. Ist nicht gut, hat man mir gesagt. Aber ich sag dazu einfach nur... Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht dick werde. Ja, so viel wie ich esse, müsste es eigentlich wieder ausgleichen. 24, 160 oder so hat er gekostet. Ich hole nochmal das. Ja, es. 600, 660 so. Dun, bam, bam, bam. Ein Ogre. Pam. Klong. Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade spannend, aber wir müssten gleich bei Minute 1337 sein. Genau jetzt. So. 195. Oh, das reicht definitiv. Erstmal ins Inn. Wie viel kostet es hier? 50. Hurra! Ah ne, das war jetzt im zweiten Teil. Im zweiten Teil konnte man die Statuswerte spezifisch aufleveln lassen. Das heißt, jede Person konnte da sein, was sie wollen. Natürlich gab es Optimalfälle. Und ja, da je mehr Schaden man genommen hat und je weniger MP man hatte, umso teurer war dann auch das Inn. 16,5%. Breitschwert oder die Kampfaxt? Mal ein Schaden mehr. 5% weniger Trefferchance als das normale Schwert. Ach komm. Pure Damage hier. Und Chromsäbel für den Dieb. Optimal, optimal. Passt. So, jetzt müssten sie Schaden raushauen, wie blöd. Wow. Für 8 wieder verkauft.
So, können wir mal gucken, wie viel, was es hier gibt. Eis, Nacht, Mumm. Verdammt, ich hätte eigentlich schon gerne noch Mumm und Gemach. Na, wir gehen erstmal weiter. Oder? Ich glaube, ich farm jetzt nur. Also, wer jetzt nicht mehr interessiert ist ans Farmen, kann jetzt abschalten. Ich werde jetzt hier nochmal schnell ein bisschen was farmen. Um mir zumindest Mumm zu holen. Ich weiß, dass in irgendeinem Final Fantasy Teil jeder Gegner mit Gemach versiert werden kann. Ich weiß nur nicht mehr in welchem. Schlitz, Schlitz, 65, 3 Hits. Sieht gut aus. 80 mit 2 Hits. Passt. Und ein Level Up. Sehr schön. Das Riot macht jetzt noch mehr Schaden. Oh yeah. Und bisher ist noch niemand gestorben. Das freut mich. Nein, das ist ehrlich. Auch wenn es ein bisschen sarkastisch rüberkam. Pam, pam. Bam, 20. 14. Sie ist ein bisschen bitter. Aber nur so ein bisschen. Pam, pam, 74. 16, ja komm, hau raus. 20. 67, sehr gut. Macht sie alle down. Schlitz. 52 Chill. Dann werde ich in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Folge, werde ich dann mal das Schieberätsel zeigen. Da muss ich jetzt nicht mit in der Folge nachschauen. Passt, glaube ich, ein bisschen besser. Bitte zuerst Feuer, bitte zuerst Feuer. Oh, verschwenden von dem P. So, egal. 31 P, 30 Chill, wie viel haben wir? 170. Ich hätte gerne mal wieder so einen Oger. Habt ihr nur im Wald? Nee, warte mal. Option, Monsterfiebel, Teufelsross. Scheint Waldregion am meisten zu kommen, denke ich. Eine Echse, oh mein Gott, tötet es. Pam, pam. Klong. Schlitz, Schlitz. Ein. Ein. Ich hätte gelacht, wenn er jetzt tot gewesen wäre, ganz ehrlich. 38, 50 Jill, ja, komm, passt. So. Ah, hier haben wir ja wieder eine nette Gruppe. Huch, ich wollte eigentlich den oberen mit angreifen, aber okay. 22 Schaden, ey. Die Viecher sind OP. Hätte er nur Firelia. Bam, bam. Wow, 19. So, sollte passen. So, da sind sie auch schon alle tot. 52 Jill. 279. Gigaswürmer. Einfach draufknüppeln. Ich glaube, mein Bein ist eingeschlafen. Dabei sitze ich doch gar nicht so, dass es einschlafen könnte. Oh, one hit. Wow, die bringen ja richtig viel Jill. 30. Hallo, Oger. Oh, drei Teufelsrösser. Das könnte gut EP gehen. 2. 11. Und es war nur ein Hit. Klom, klom. Tot. 69. 97. 47, 45. Wow. Lohnt sich ja mal so gar nicht. Wenigstens kriegen wir so EP. Sparen wir uns späteres Leveln. Wobei später ist das Leveln sowieso Nebensache. Weil an sich liegt die Problematik mehr daran, dass man nicht so viel Geld kriegt. Später kosten schon ein einzelner Zauber, kostet später schon 1000 Jill. Boom. Dieser kommt schon mal tot. 25, 81, der wäre sowieso tot gewesen. Verdammt. So, jetzt aber nur noch draufknüppeln. Erstmal strecken hier.
47 Schaden gemacht. Mist. Klopp. So, dann würde ich aber sagen, ich farme hier jetzt noch ein bisschen. Und ich hoffe, dass das Spiel soweit gefallen. Falls ja, Kommentare und Kritik sind wie immer erwünscht. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschö.